Wie lange hast du jetzt an dieser Arbeit gearbeitet? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und davor hast du ja schon mal eine Serie gemacht mit Köpfen? Das waren mit Rotköpfen. Genau, ne? Und das war auch 2 Jahre. Aha. Und erzähl doch mal, wie du so vorgehst. Also ich bin ein ausgesprochener Augenmensch. Ich bin sehr neugierig, und wenn ich einen interessanten Kopf sehe, dann gehe ich da gerne hin und frage, ob ich fotografieren darf. Das kann überall sein, auf der Straße, in der Straßenbahn und sonst wo. Das Werkzeug ist eine kleine Digikamera. Der nächste Schritt ist, nachdem der Mensch, die Menschen oder das erlauben, dass wir fotografieren, der nächste Schritt ist dann, die Leute zu öffnen im Gespräch, damit sie sich offen fotografieren lassen und nicht so einen verkniffenen oder strengen Ausdruck haben. Und wie bist du auf die Idee gekommen, so zu arbeiten? Es kostet ja auch Mut, fremde Leute einfach anzusprechen und zu fragen, darf ich mal fotografieren? Also ich bin ja über 20 Jahre Vorsitzender vom Essener Kunstverein gewesen. Und da habe ich auch Erfahrungen gesammelt mit Fotoausstellungen und habe dann für mich gelernt, dass man Fotos nicht anders beurteilen braucht als Malerei oder Zeichnung, dass da im Prinzip dieselben Kategorien gelten. Und dann habe ich mich gefragt, kannst du sowas eigentlich selber machen irgendwann? Und dann kam auf einmal, der Auslöser waren 2 Frauen in Rostock, die bedient haben und die sehr, sehr lebendig waren, sehr selbstbewusst. Und die habe ich dann gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Die waren rothaarig und das wurden gleich 2 tolle Fotos. Wenn ich dann so 200 Bilder zusammen habe, dann mache ich Schluss.